Und damit herzlich willkommen bei God of War. Oh Mann, das fängt ja super an. Wir sehen direkt unsere Protagonisten, den guten Kratos, meine Güte, mit seinem Bart. Ja, willkommen bei God of War, dem... Oh, schöner Soundtrack. Sehe schon, ich glaube, ich muss den Sound noch etwas lauter machen. Ihr wisst ja, wie immer, ne, die ersten Videos sind so ein bisschen Randtasten und sowas vom Sound her. Wir spielen God of War, dem ersten God of War für die PlayStation 4, abgesehen von God of War 3 Remastered, den wir auch zusammen gespielt haben. Damit mein zweiter God of War Titel tatsächlich. Ich kenne die ersten Teile, habe sie aber selber nicht gespielt, aber ich kenne die Handlung. Und ja, God of War ist ja sozusagen, also der God of War PlayStation 4 Ableger hier ist ja sozusagen nochmal eine inhaltliche Neuorientierung, nordische Mythologie und so weiter und so fort. Daher denke ich mal, werden wir allzu viele Verbindungen zu den Vorgängern nicht vermissen. Ich will auch jetzt gar nicht zu viel quatschen. Wir gehen mal ganz kurz in die Einstellungen. Gameplay. Standard, wir lassen mal alles auf Standard. Hat normal, ja. Kamera, wir machen mal alles so, wie es ist. Ne? Grafik haben wir übrigens den Leistungsmodus 1080p, damit das Ganze schön flüssig läuft. Sprache Deutsch, Untertitel machen wir mal an. Textsprache Deutsch, Sprachausgabe Deutsch, das ist gut. Mitwirkende Steuerung, nö. Okay, gut, wir starten ein neues Spiel und ich wünsche euch viel Spaß. Schwierigkeitsgrad wählen. Story richtet sich an Spieler, die Story ohne große Gameplay-Herausforderungen erleben möchten. Ausgeglichenes Ergebnis. Ausgeglichene Spieler, die ein einigermaßen herausforderndes Abenteuer möchten. Herausforderung richtet sich an die, die schwierige Kämpfe suchen. God of War richtet sich an alle, die ein möglichst schweres Spiel möchten, um ihre göttlichen Reflexe und Strategien unter Beweis zu stellen. Hinweis, dieser Schwierigkeitsgrad kann nicht im Spiel verändert werden. Sie müssen ein neues Spiel starten, um dies zu ändern. Wir starten mal auf Herausforderungen, oder? Ich habe God of War 3 Remastered mal auf schwierig probiert und bin elendig gescheitert. Aber ich denke mal trotzdem, probieren wir es mal, oder? Komm, wir starten mal. R1 Leviathan-Axt. Leviathan-Axt schwingen. Oh Mann, okay, wir haben einen goldenen Handabdruck und einen emotionalen Kratos, dem die Handabdrücke scheinbar etwas bedeuten. Ich bin gespannt, ich muss mal echt am Ton noch ein bisschen rumspielen. So. Ui. Eieiei. Hab ein. Steig jetzt in das Boot. Okay, es sieht hübsch aus. Erster Eindruck. Okay, unser kleiner Bursche hier. Ah Mann, ich weiß nicht, inwieweit ihr vielleicht die Story schon kennt. Ich kenne sie ein bisschen.
möchte aber nicht zu viel verraten. Den ganzen grundlegenden Plot, sage ich mal, kenne ich noch nicht. Aber ich möchte auch, dass wir das gemeinsam jetzt erleben und ich möchte mich auch nicht spoilern lassen. Daher seid ihr auch bitte nett, wenn ihr was wisst. Schreibt nichts. Ich weiß, ich bin nicht gerade der Erste, der das Spiel spielt, ist schon ein bisschen länger draußen. Aber trotzdem bitte, pst. Okay. Aber das hier müsste ordentlich viel Feuerholz bieten, oder? Ich kämpfe gerade mit mir, ob ich nicht vielleicht die Untertitel ausstellen sollte. Weil das, ich glaube, ich... Oh. Nee, das will ich alles noch gar nicht sehen. Ich will nur, wo sind die Einstellungen? Optionen. Wir deaktivieren mal die Untertitel. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich finde, dass die Atmosphäre jetzt aktuell so dicht ist, dass es so ein richtiger Kinos-Modus ist, oder? Guck mal, keine Anzeigen, nichts. Ach Mann. Ich genieße es einfach mal. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Junge. Das reicht aus. Dem Fluss aufwärts folgen. Ah, Kratos hat ordentlich Muckis, glaube ich, ja? Vater? Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk ich weiter drüber nach. Ja, Vater. Oh Mann. So einen Stamm könnte ich aber nicht tragen, bei aller Liebe. Ganz schön groß, meine Güte. Aber aktuell lässt uns das Spiel noch mit sehr vielen Fragen an der Seite stehen, oder? Warum sind wir hier? Wer ist der Bursche? Der kleine Junge? Ah. Aber eine Frage ist beantwortet, ob wir ein Haus haben. Und die Antwort lautet ja. Ein schönes Haus. Das war der letzte. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Sie ist bereit.
Finde nach Hause. Du bist frei. Tut mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Mit Atreus jagen. Vater, warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Okay, jetzt habe ich so viele Fragen. Warum waren die goldenen Hände an den Bäumen, die ja scheinbar von ihr gemacht waren, diese Abzeichen, diese goldenen Hände, oder? Wer ist sie? Warum ist sie tot? Sind wir wirklich der Vater vom Junge? War das unsere Frau, unsere Geliebte? Oh Gott, ich will's wissen. Das Spiel hat mir jetzt so viele Fragen gestellt und keine beantwortet, beziehungsweise ich stelle dem Spiel viele Fragen und habe keine Antworten. Darf ich hier überall rumlaufen? Darf ich. Okay. Durch. Ja. Ich guck nur so. Ich komm gleich. Ach, guck mal hier. Wenn das mal nicht später freigeschaltet wird, oder? Okay, sehr, sehr schön. Haben wir Fußabdrücke im Schnee? Haben wir Fußabdrücke? Haben wir. Alles gut. Oh Mann. Also von der Präsentation her, die Musik, die Szenerie ist nicht schlecht. Also ich bin begeistert, beeindruckt. Aber mal gucken, ob sich das Ganze hält. Ich bin echt gespannt. Ich habe hohe Erwartungen an das Spiel. Ob es wirklich diesen hohen Verkaufszahlen gerecht wird. Ich will mich wirklich selber überzeugen lassen. Ich komme ja schon, Mensch. Ja, mit dem Untertitel ist schwierig, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Untertitel an- oder ausmachen soll. Die Atmosphäre ist es ohne natürlich besser. Andererseits, wenn der jetzt irgendwas ruft da hinten, ich höre es mit Kopfhörern, ihm im Fernseher oder sowas vielleicht nicht, das ist auch ein bisschen blöd, oder? Ich muss mir ja nochmal überlegen. Okay, von da unten kamen wir ja. Okay, wir gehen ja jagen. Ist ja schon gut, Mensch. Lass mir doch ein bisschen Zeit, um hier die Sachen zu erkunden. Was ist das denn da? Aha. Spielsachen 1 von 4. Wir haben beim Haus dieses kleine Spielzeug gefunden. Ich hatte einmal ein ähnliches. Ich glaube, es ist Teil eines Sets. Wenn wir noch mehr finden, könnten sie einiges wert sein. Es gibt Sammelgegenstände, Artefakte, verloren und wiedergefunden. Sind die alle beim Haus? Muss ich die jetzt alle hier finden? Weiß es nicht.
Wir gehen aber jetzt erstmal jagen, oder? Wir wollen den kleinen Jungen ja nicht so lange warten lassen. Atreus. Ich denke mal nicht, der heißt Atreus, der heißt wahrscheinlich Atreus. Wie gesagt, ich bin von der Handlung her wirklich unwissend. Also, dass die Frau jetzt, Frau, die Dame da hinten, wie auch immer, jetzt so stirbt und wie in den Baum stampft, das wusste ich alles gar nicht. Also, ich habe ein paar Szenen gesehen aus dem Spiel, aber die Story selber, wie gesagt, habe ich mir extra nicht erzählen lassen. Ich hoffe einfach nur, dass vom Sound her alles passt. Wenn nicht, tut es mir jetzt schon leid. Was hast du gefunden? Spuren, aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Kameraeinstellungen. Horizontale Steuerung umkehren, umkehren, horizontale Zielhilfe, Kamera beim Angriff neu zentrieren, ein, Seitwärtshilfe. Beim Seitwärtsgehen verfolgt die Kamera automatisch Gruppe von Gegnern. Okay. Hacksilber. Junge, was ist hiermit? Gut, aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Bergziege? Deine Mutter lehrte dich viel. Ja. Uiuiui, die Matschabdrücke. Okay, sehr interessant. Kratos scheint sich hier nicht gut auszukennen, oder? Wenn er hier so belehrt, in Anführungszeichen, werden muss. Na, ihr wisst, was ich meine. Er wirkt nicht so, als wäre er hier jetzt schon seit Ewigkeiten. Er geht oben rum, dann gehen wir unten rum. Ja, was ist das denn? Hacksilber. Ja, lässt auf ein ordentliches... Ach, guck mal hier, ein Spielzeug, oder? Lässt auf ein ordentliches Skillsystem oder Upgrade-System schätzen. Verloren, wiedergefunden, 2 von 4. Ein Bötchen. Ich hoffe, wir finden alle 4. Toll, jetzt will ich alle Sachen finden. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Okay. Könnte ich jetzt nicht spontan unterscheiden. Was jetzt? Hier lang, Junge. Oh. Halt! Hirschspuren! Frisch! Hier lang! Okay, er hat welche gefunden. Sehr gut. Drüber springen. Okay. Ah! Gefunden! Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Das war kein Hirsch, das war ein Mana-Hirsch. Mit Mana-Geweih. Okay. Spielsachen. Spielsachen, oder? Ah, Hacksilber. Keine Spielsachen. Eine Kiste. Mein Abenteuerdrang ist irgendwie geweckt. Hacksilber. Okay, Spielsachen. Ich will die Spielsachen haben, ohne Spaß. Ich will jetzt unbedingt diese Spielsachen haben. Hier lang? Ja, da lang, wo die Hirschspuren hinführen, oder, Kleiner? Okay, die Kette sieht so aus, als würden wir da später mal hochklettern oder runterklettern. Ich weiß es nicht, aber nicht für jetzt auf jeden Fall. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Leviathan-Axt, meine Güte, dieses AN da drin. Leviathan-Axt ausrüsten. So. Zielen. Werfen. Los. Hey, meine Axt ist weg. Oh, was ist hier passiert? Okay, da ist sie ja wieder. Da ist der. Warte. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser.
Finde ihn. Finde ihn. Interessante Erziehungstechnik. Kann ich die... Okay, ich kann die Axt nicht mehr ausrüsten. Ja, der Kleine sucht den Hirsch, ich suche Spielzeug. Ob das jetzt wirklich so professionell für den Kleinen wirkt, dass ich hier Spielzeug einsammle, weiß ich nicht. Die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weiter. Eieiei. Okay, der Kampf war nicht einfach. Okay, das haben wir hinbekommen, relativ gut. Also, man muss blocken. Ohne blocken geht das ja gar nicht. Kann ich die wegstecken, die Axt? Ach, wie cool. Okay, cool. Das finde ich ja super, man kann die Axt wegstecken. Okay, Blocken, L1, unglaublich wichtig. Der hat dann einen schicken... Da, das ist ein Schild. Wie cool ist das denn? Zielen ist nur mit gezogener Axt möglich. Wir können dann so abwehren, okay. Das ist schon cool. Okay, super. Haben wir dann hinbekommen. Ich bin glücklich und stolz und zufrieden. Mit Heilungssteinen können Sie Ihre Gesundheit wiederherstellen. Yay. Er geht da lang, ich gehe hier lang. Aha. Eine Kiste. Hä? Okay, ich muss die Runen zerstören, die da draufstehen. Ich hab's verstanden. Da ist Nummer 2. Und da ist Nummer 3. Ah, okay. Okay, eine Kiste. Cool. Sie haben einen der 3 Lunenäpfel gesammelt, die zur Erhöhung ihrer maximalen Gesundheit benötigt werden. Die Lunenäpfel sind die Wahlspeisen der Götter. Man findet insgesamt 9 Äpfel in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Gesundheit erhöht. Okay.
Ist das schick. Mann, es gibt viel zu wenig nordische Spiele, oder? Das wird mir gerade wieder einmal mehr bewusst. Okidoki, was haben wir hier? Einen Pfad und vielleicht ein... Der Hirsch ist hier lang. Ja, ja. Ja, ja, aber hier könnte ein Spielzeug sein. Tut mir leid. Okay, noch eine Kiste. Noch ein bisschen Hacksilber. Okay. Oh. Och, nee, ne? Mir fehlt ein Bein. Ein Fuß, meine ich. Eieiei. Vorsicht an der Kante, Junge. Oh, guck mal unten die Kiste. Wie komme ich da denn hin? Dass wir die Axt manuell wegstecken können, selber kontrolliert, finde ich richtig genial. Ich liebe es in Spielen, die Waffe wegstecken zu können. So ein kleines Detail, dass man selber bestimmen kann, ja, ich habe jetzt die aggressive Haltung oder nee, ich laufe gerade eher passiv rum. Finde ich super. Finde ich richtig super. Okay, wir folgen dem Hirsch. Uiuiui, was war das denn mal? Ein Tor, ein Turm, ein Tempel? Ich hab keine Ahnung. Da oben! Im alten Tempel! Ich darf da aber nicht rein! Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Der alte Tempel. Ja, man hört es schon. Atreus hat eine andere Vorstellung als Kratos von den Dingen, oder? Also irgendwie, ist das wirklich der Vater? Ich glaube es inzwischen nicht mehr. Dafür sind die sich von der Ansicht her zu unterschiedlich. Da. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Kann ich denn meinen Bogen wieder haben? Hey, okay. Der Tempel war einmal ein Tempel. Schön formuliert auf jeden Fall. Und ein Sprung bitte. Uah. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Ich glaube fast, das Spiel ist immer noch zu leise, oder? Es ist nur ein bisschen problematisch, weil wenn Kämpfe kommen, ist es dann doch wieder laut. Und das hier sieht aus wie eine Arena für einen Kampf. Nicht gut. Gegner Gesundheitsbalken. Im Kampf wird der Gegner Gesundheitsbalken über ihm angezeigt, wenn er Schaden erleidet oder wenn Kratos ihn anvisiert. Nein, 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 nein. Noch mehr, nein. Uah. Oh Gott, komm schon. Uah. War's das?
Was? Das nicht. Na, die Kämpfe hauen rein. Neuer Tipp hinzugefügt. Was denn für ein Tipp? Drauger kämpft mit gefährlichen Waffen, aber sie gehen nicht sehr gekonnt mit ihnen um. Nicht so wie Vater mit seiner Axt. Wenn die auf ihre Bewegung achten, können wir leichter ausweichen oder blocken. Okay, Drogar Skyrim, lässt grüßen. Protogonoi. Okay. Mutter sagte, Drogar seien gestorbene Krieger, deren Seelen zu stur und wild sind, um nicht mehr zu kämpfen. Es heißt, sie schlagen die Walküren in die Flucht, die sie mitnehmen sollten, und belebten sich dann selbst wieder, indem sie ihre vorherige Form in etwas anderes verwandelten. Sie sind nur noch ein Schatten ihrer selbst und greifen alles an, was ihnen begegnet. Okay. Das hört sich nicht gut an. Der Tempel war mal schön und das Spiel sieht verdammt gut aus. Will nicht sagen fotorealistisch, aber es sieht unglaublich gut aus. Ach so, ich sehe schon. Du hast es festgefroren. Sehr gut. Wie cool ist das denn bitte? Und hier ist eine Kiste. Eine komische rot leuchtende Monsterkiste oder so. Was? Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Der arme Typ. Ein bisschen Hacksilber, okay. Also. Toll! Geil! Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, ich weiß, dass du weißt, wo wir lang müssen, aber ich will ja nicht da lang, wo wir lang müssen, mein Kleiner. Ja, was haben wir hier? Ja. Noch mehr Hacksilber, okay. Hier geht's hoch. Mit Atreus auf dem Rücken, wie süß. Ein Lebensstein, okay. Die Axt ist schon geil. Da kommen wir nicht rein. Die Axt ist schon echt geil, muss ich sagen. Lebensstein brauchen wir nicht, lassen wir liegen. Man weiß ja nie. Ich bin hier bestimmt voll falsch, oder? Der Schrank von Narnia. Entschuldigung, musste sein. Was ist das denn bitte? Sieh her. Das sind Skell und Hatti, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Mehr als nur Mythen. 1 von 11. Jeder Schrein birgt die Geschichte eines legendären Riesen in sich. Alle Jöntner-Schreine finden. Die Riesen haben Schreine hinterlassen, die Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen. Ich habe diese Geschichten geliebt, wenn Mutter sie erzählt hat. Mal sehen, wie viele wir finden. Okay, das ist also das Buch von Atreus, das wir immer lesen. Und ihr merkt schon, wir haben einen festen Weg und sehr viele Nebenwege. Das heißt, wir werden immer die anderen Wege gehen, die wir nicht gehen sollen. Hacksilber 310. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwo in der Umgebung noch was finden kann. Ist das da zum Beispiel? Hacksilber. Was ist das da? Ernsthaft? Ich war mir sicher, dass wir da von hinten reinkommen und dann sowas. Na gut. Also schön Augen auf. Jetzt will ich überall nochmal gucken. Wir haben bestimmt schon irgendwas übersehen, oder? Mann.
Okay, Atreus, alles gut, aber uns fehlen immer noch zwei Spielzeuge, glaube ich. Das gefällt mir nicht, aber ich glaube nicht, dass wir hier hinten Spielzeug finden. Das wäre sehr merkwürdig. Vater, sieh nur! Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ziele ganz ruhig und atme ein. Oh Mann, jetzt muss ich auch noch zielen. Halte L2 gedrückt und bewege den rechten Stick, um Atreus zu helfen. Und jetzt zum Kind ziehen. Ausatmen und loslassen. Ich hab ihn! Gut. Oh nein. Oh nein. Das ist aber grausam, oder? Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Ach du Schande, Atreus Pfeile. Drücken Sie Quadrat, um Atreus Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann, um einen bestimmten Gegner anzuvisieren. Gegner greifen Kratos nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. In der Ecke unten rechts wird die Pfeilanzahl angezeigt, die Atreus abfeuern kann. Es dauert, bis verschossene Pfeile wieder aufgefüllt werden sind. Ich treffe diese blöden Markierungen aus seinem Arm einfach nicht. Zurück, Junge! Dann los!
Ja. Oh Gott. Ich treffe diese Markierungen nicht. Oh. Oh. Oh Gott. Uah. R3. Sieh mich an, Junge. Junge, sieh mich an. Erledigt. Du bist nicht bereit. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch. Ich hab mich bewiesen. Ich bin bereit. Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Oh Mann. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. 2801, okay, das ist eine ganze Menge. Ich würde auch ganz gerne dann hier an der Stelle schon die erste Pause einlegen. Ich würde ganz gerne noch weitermachen, ja, aber ich habe ja bereits gesagt, ich muss nochmal kontrollieren, dass das Ganze von der Lautstärke und so weiter gut funktioniert. Ich glaube, der Troll, gegen den wir gekämpft haben, war Dauni Kaupamor. Mutter hat mir immer Geschichten von ihm erzählt und mir Angst eingejagt, wenn ich zu weit gelaufen bin. Ich denke, sie wäre stolz auf mich, aber Vater meint, ich sei nicht bereit, weil ich weniger wütend geworden bin. Weil ich ein wenig wütend geworden bin. So. Mutter hat mir Geschichten Troll erzählt. Der Name dieses Trolls lautet übersetzt Todeshändler. Mit einem solchen Namen kann man wohl davon ausgehen, dass er ziemlich böse war. Zum Glück haben wir ihn getötet. Ich lese immer so ein bisschen, ne? Ich lasse so ein paar Sachen aus. Leviathan-Axt, Wächter des Verbannten. Ach genau, ich habe ja... Ich habe ja die Vorbesteller-Collectors-Sachen. Ich habe keine Ahnung. Haben die irgendwie... Irgendwelche Vorteile?
Ein robuster Schild, den ein großartiger Steinmetz aus Jötunheim präpariert hat. Ein außergewöhnlicher Schild, den Kratos von seiner geliebten Frau jahrelang ihrer Jahre... was? Von seiner geliebten Frau zum Jahrestag ihres Kennenlernens geschenkt bekommen hat. Rüstung. Gewebter Schulterschutz der Verbannung. Dicke, robuste Streifen aus Leder und Fell, die leichten Schutz vor Gefahren bieten. Dann haben wir hier Todesschwur Schulterschutz. Kratos Trauergewand. Wir haben Rüstung mit einem Zauberplatz angelegt. Zauber können nur an angelegten Rüstungen und Talismanen mit Zauberplätzen angebracht werden. Zauber bieten Statusboni und einzigartige Boni, wenn der Gegenstand ausgerüstet wird, an den sie angebracht sind. Einige Rüstungen verfügen über bis zu 3 Zauberplätzen. Drücken Sie Quadrat, um den Platz an angelegte Rüstung auszuwählen. Im leeren Platz auswählen. Symbol der Beharrlichkeit. Wählen Sie einen Zauber und drücken Sie dann X, um ihn an diesen Platz der Rüstung zu binden. Symbol der Beharrlichkeit. Abwehr 2. Sie haben erfolgreich einen Zauber an die Rüstung ausgerüstet. Weitere Zauber können in der Welt gefunden oder in Läden erworben werden, wenn sie verfügbar sind. Okay. Streifen. Todesschwur. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil ich natürlich jetzt die ganzen, das sind jetzt die ganzen Vorbestellersachen. Ich denke mal, auf dem Schwierigkeitsgrad dürfen sie das erlauben, oder? Normaler Gürtel, Todesschwurgürtel. Ein einfacher, schwarz gefärbter Ledergürtel. Tut sich von der Optik nicht viel, aber wir bekommen ein bisschen bessere Statuswerte. Was ist das denn hier? Talisman. Leer. Okay, und wir können unseren kleinen Atreus auch noch ausrüsten. Schwarzes Trauergewand für Atreus zu Ehren seiner gefallenen Mutter. Wenn Atreus Gegner wirkt, nehmen diese mehr Schaden. Ja. Es ist dunkel. Es ist sehr dunkel. Aber ich denke mal, das sei uns mal erlaubt, oder? Auf dem Schwierigkeitsgrad dürfen wir mal ein bisschen mit den Vorbesteller-Bonis rumspielen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Okay, dann würde ich aber auch an der Stelle sagen, ne? Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Ich hoffe, das war jetzt keine doofe Idee, da hochzugehen. Dankeschön, liebes Spiel. Ich hoffe, wir sind dann da unten, ne? Und ich muss den Kampf nicht nochmal machen. Wäre ein bisschen blöd. Das ist echt jetzt alles ein bisschen dunkler hier von der Ausrüstung her. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei God of War. Das war der erste Einblick. Die erste... ja, fast Stunde, Dreiviertelstunde und beim nächsten Mal machen wir weiter. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, der Ton war in Ordnung. Schreibt mir eure Meinung und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. What is it saying?